Tja, meine lieben Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil 7. Frisch rausgekommen, wie man sieht. Und ich bin richtig, richtig geil drauf. Ich will es unbedingt spielen. Ja, aber vorher muss ich nochmal so ein paar Worte dazu sagen. Nämlich, es ist ein VR-Titel, oder zumindest kann man ihn in VR spielen. Es gibt beide Wege, die man einschlagen kann, entweder ganz normal über den Fernseher oder eben über VR. Ich spiele es ja aktuell auf einer PS4 Pro, damit ich auch die möglichst beste Grafik in VR habe, weil VR hat so seine, ja, sagen wir es mal so, grafisch-technisch sind VR-Spiele schon ziemlich weit unten, und mit der PS4 Pro sieht das Ganze doch schon um einiges besser aus. Trotzdem ist nicht die beste Grafik, ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Was noch? Ach ja, genau, ich habe zwar hier ein nettes kleines Mikro anstecken, ich werde aber nichts sagen, also nicht sagen ist jetzt falsch, aber ich werde auf jeden Fall nicht den Kontakt zu euch suchen, indem ich euch ein bisschen was ans Ohr labern möchte. Das will ich oder werde ich vermeiden. Ich werde mich ganz und gar in das Spiel hineinwerfen mit diesem Ding hier oben, und abgesehen von meinem mädchenhaften Geschrei werdet ihr vermutlich keine großartigen Kommentare von mir hören, weil ich einfach Resident Evil 7 in seiner Gänze einfach erleben möchte, ohne dass ich mich selbst ablenke mit irgendwelchem Gelaber. Und euch möchte ich auch nicht aus der Stimmung reißen, deswegen ja, habe ich alles gesagt? Hallo erstmal. ja, ich glaube, das sollte es gewesen sein. Das wird ein ganz schaurig schönes Let's Play, mit dem ich uns allen jetzt viel Spaß und Unterhaltung wünsche, wenn ich mir jetzt hier die Brille nochmal vernünftig aufsetze und die Kopfhörer richtig positioniere. Könnt ihr euch so lange schon mal was zu knabbern holen oder es euch auf dem Sofa gemütlich machen oder auf dem Bett oder auf der Kloschüssel, wo auch immer ihr gerade euch befindet. Uiuiui, ich glaube, ich muss mich hier nochmal kurz. So, okay, ich sitze jetzt gerade, dann sollte ich jetzt nicht mal, genau, so. Okay, hier steht fortsetzen. Ich habe schon mal, kann ich sagen, die ersten paar Minuten reingespielt, weil ich mich mit der VR-Steuerung, da gibt es verschiedene Modi, die wollte ich mal ausprobieren, um zu wissen, mit welcher ich am besten klarkomme und welche mein Gehirn sagt, fuck it, lass das mal lieber sein. Und der Raum, in dem wir uns hier befinden, keine Ahnung, was es ist. Wohnwagen oder so. Hier ist auf jeden Fall ein sehr schöner Stift. Hier ist die Resident Evil Kiste. Hier ist ein Pott. Sieht schon ganz geil aus. Genau. Neues Spiel. Auf normal. Und damit dürfte das Elend auch schon losgehen. Viel Spaß. Hey Baby. Ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht. Ich komme bald nach Hause. Yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schick dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Ethan, du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht.
Hey, hier ist Ethan. Oh hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja, ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden? Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvey. Dalvey, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Hier sollte es sein. Hier sollte es sein. Ja, und damit nochmal kurz Hallo. Resident Evil 7. Los geht's. Während ich mich hier so langsam durch den Wald quetsche, möchte ich nur nochmal anmerken, dass die Lauflänge eines VR-Videos bei mir hier jetzt wirklich stark variieren kann, weil ich hier einfach nach meiner inneren Uhr sehen muss. Und die funktioniert schon seit Jahren nicht so wirklich. Deswegen kann ein Video mal 20 Minuten und mal eine Stunde dauern. Also nicht böse sein deswegen. Verdammt! Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ich das Spiel komplett auf Deutsch lasse und auch ohne Untertitel. Dadurch, dass ich den Ton schön laut gedreht habe, solltet ihr auch absolut alles verstehen können. Ah.
Okay, Leute, ihr seid schon mal gesagt. Bis hierhin habe ich immer gespielt und weiter nicht, weil ich mich irgendwie da nicht reintraue. Aber jetzt hilft's nichts. Jetzt sind wir hier. Und jetzt muss ich da auch rein. Ich sehe gar nichts. Verdammt!
hier kann ich speichern.
Puh. Wo hast du diesen Typen her? Mach mal halblang, Pete. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Der neue Typ? Ich sehe es nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewergators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Laufen wir? Okay, los geht's. Mach mal Platz da. Verschlossen. Nach dir. Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Worum geht's hier, André? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Ach, Mist! Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Oh, Scheiße. Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl... Das wäre ein toller Hintergrund. André, was meinst du? André? André! André! Clancy, weißt du, wo André hin ist? Ist er? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy, du bleibst bei mir. Was war das denn? Hast du es gehört? André! Wo zum Teufel ist der? André, wo bist du, Mann? Was zur Hölle? Soll das ein verdammter Witz sein? Okay, neuer Plan. Wir finden André und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung.
zuerst. Brauch eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Also, du zuerst. Aber nicht mehr in dieser Folge, mein Freund. Nicht mehr in dieser Folge. Hallo, hallo, hallo. So, okay, ich guck mal kurz auf den Timer. Okay, wir sind bei 35 Minuten, das ist ja ganz passabel. Oh Gott, ich muss unbedingt was trinken. Ich habe einen wahnsinnig trockenen Hals und Mund jetzt gerade. Alter Schwede. Dieses Haus, stellenweise hat man, ich höre ja hier mit Kopfhörer und die sind ja hier in diesen Klinkending von der VR eingestöpselt. Man hat einen wahnsinnig guten Sound, muss ich sagen. Das, wenn wirklich irgendwo ein Knacken ist, das klingt wirklich so, als wäre es direkt über einem oder kommt von nebenan. Wahnsinnig dicht die Atmosphäre, geil. Ihr seht es vielleicht nicht, aber ich zitter ein wenig. Okay, ich mache ein kurzes Päuschen und für euch geht es dann in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann sehen wir uns oder ihr seht mich bestimmt bald wieder. Bis dahin, danke für die Aufmerksamkeit und tschüss. Scheiße, ich brauche was zu trinken.